Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zur Online-Bürgersprechstunde. Heute wieder aus der Stadt Wurzen. Herr Buchter, schön, dass Sie bei uns im Studio sind. Wir haben wieder einige Fragen erhalten. Sie können die, liebe Zuschauer, gerne an bürgerdialog@muldental.tv senden, die wir dann in der kommenden Sprechstunde hier beantworten werden. Zu Beginn blicken wir in die Zukunft. In Wurzen hat eine Zukunftswerkstatt stattgefunden am 20. April in den Manufakturhöfen. Welche Akteure kamen dort ins Gespräch? Man kann es eigentlich grob umschreiben mit einer sehr bunten Mischung. Weil das war ja tatsächlich auch unser Plan, dass wir Zukunft eben nicht nur isoliert betrachten als Verwaltung oder nur einzelne Akteure. Und in dem Fall waren es rund 25 Menschen aus Wurzen, die sich zusammengefunden haben, aus Politik, von Vereinen, aus der Behindertenwerkstatt, aus dem normalen sozialen Umfeld und ich sag mal ganz normale Bürger. Das war wirklich sehr erfrischend, muss ich sagen. Also ich bin da ja auch mal ein bisschen skeptisch oder war auch in dem Fall ein bisschen skeptisch, als wir das so angedacht haben. Man muss sagen, die Planung für das war schon eigentlich viel länger her oder ist schon viel länger her, weil wir den Termin schon zweimal verschieben mussten. War es nun eben jetzt erst April 24. Und weil ich denke, ja, wir haben eigentlich schon so viele Konzepte und Vorarbeiten und auch schon verschiedenste Diskussionen geführt und braucht man dann eigentlich eine Zukunftswerkstatt? Ne? So, das ist und unterm Strich muss ich sagen, ja, doch, wenn man das regelmäßig wieder macht und auch vielleicht ein paar Themenschwerpunkte setzt, und das haben wir in dem Fall, weil es vorher schon eine Initiativgruppe gab, die das, ich sag mal, vorgeplant hat und ein paar Schwerpunkte eben ausgewählt hat, wo dann letztendlich es aber in dreistufigen Verfahren wirklich zu etwas Konkretem auch rausgekommen ist. Ne? Also ich nenne es jetzt mal Auskotzphase, ne? Wo man sagt, ja, was ist alles kritisch, was funktioniert in den Themenbereichen nicht, was stellen wir uns in einer utopischen Vision vor und dann das runterzubrechen, wie kriegen wir denn das jetzt sozusagen auch realistisch in Fahrt? Und das war gut. Welche konkreten Maßnahmen haben Sie sich mitgenommen, die umgesetzt werden können in nächster Zeit? Da würde ich mich jetzt aktuell noch ein bisschen zurückhalten, weil wir das jetzt alles noch mal ein bisschen aufarbeiten, was jetzt an Auf jeden Fall gab Ergebnissen es viele zusammengestellt ist. Möglichkeiten. Genau, also an Ideen sowieso immer viel und auch ja, Visionen, aber letztendlich, was dann an konkreten Themen und Einzelmaßnahmen rausgekommen sind, da haben sich verschiedene Gruppen gefunden, die das sozusagen für sich auch als verantwortliches Thema dann ausgesucht haben und auch da dranbleiben wollen. Zum Beispiel könnte man jetzt auch sagen, kam aus einer Gruppe das Thema Kino. Ne, das ist ja immer so ein Ding, weil wir in Wurzen kein direktes Kino an sich haben, außer jetzt vielleicht sonntags die Kinderfilme letztendlich im Schweizer Garten. Aber das gibt jetzt eben eine Handvoll Leute, die jetzt sagen, wir kümmern uns darum, gucken, welche Location ist möglich, wie kriegen wir das mit den Filmen hin, wie sind auch vielleicht Kooperationsmöglichkeiten eben mit dem Schweizer Garten, weil wir ja sowieso schon in dem Thema auch drin sind. Und genau, und so haben wir das ein bisschen abgesteckt, in Fahrplan dahinter gesetzt und das werden wir jetzt demnächst auswerten und dann auch nochmal weiterführende Termine setzen, sodass das dann eben auch nicht versandet, weil das ist ja meistens das Hauptproblem. Ne? An Ideen mangelt es oftmals nicht, aber wie kriegt man das wirklich dann in die Umsetzung? Und wer bleibt dann eigentlich dran? Wer guckt nochmal, Wer dass fühlt die sich Dinge so, ja, wer verantwortlich? fühlt sich verantwortlich und dass dann eben das auch mit Fristen unterlegt ist. Ja? Und das war schon in deutlicher Vorsprung oder Fortschritt gegenüber anderen Zukunftskonferenzen, die wir in der Vergangenheit schon gemacht haben. Ja, da bleiben wir gespannt, wie es da jetzt weitergeht. Wir bleiben grob beim Image der Stadt, was ja auch zur Zukunftswerkstatt mit angesprochen wurde. Oftmals werde da mit einer rechteren Argumentierung der Stadt Wurzen argumentiert. Andere sagen, Veranstaltungen seien wiederum zu links. Wie würden Sie das Image der Stadt Wurzen beschreiben? Also das können wir relativ klar sagen. Also ich sage mal, in der überregionalen Wahrnehmung, so wie es zumindest auch medial immer wieder suggeriert wird, haben wir definitiv immer noch den rechten Touch, obwohl sich das Bild im Realen tatsächlich in den letzten 20 Jahren also so phänomenal gewandelt hat. Klar, das brauchen wir auch nicht wegreden, gibt es trotzdem natürlich Gruppen oder Menschen sozusagen, die ein Gedankengut hat, was sich mit einer weltoffenen, toleranten Vorstellung, die wir auch als Verwaltung, als Stadt und auch, ich glaube, in der Breite der Gesellschaft rüberbringen wollen, sich nicht deckt. Aber faktisch ist es natürlich so, dass wenn dann diese Wahrnehmung und Demonstrationen vor Ort und dann vielleicht einzelne Fälle sozusagen zusammenkommen, dann ergibt sich tatsächlich auch ein Kauderwelsch an Wahrnehmungen, was man gar nicht mehr greifen kann. Und am Ende ist es mir und uns, denke ich, wichtig, dass man aber merkt, okay, bei uns in Wurzen geht ganz viel und wir sind da offen, auch für neue Impulse, für neue Themen, für Menschen. Gerade alleine durch die Unternehmen merkt man ja auch, wir haben dort schon so viel an Zuzüglern letztendlich, die dort auch mit in den Unternehmen arbeiten.
wo es einfach auch notwendig ist, dass man sich öffnet, dass man gemeinsam Dinge schafft, dass man Kommunikationspunkte bringt. Und da versuchen wir eben auch ganz viele Veranstaltungsformate oder Möglichkeiten zu schaffen, dass die Menschen einfach ins Gespräch kommen. Und von daher, wenn man die einen Sachen zu weit rechts, die anderen Sachen zu weit links, dann ist wahrscheinlich genau die Mitte das Richtige. Und da wollen wir eigentlich auch uns positionieren, einfach weg von den Extremen. Das ist, weil das ist immer ungesund. Und sobald es ins Extreme geht, wird es meistens auch mit Gewalt unterlegt. Und das ist das, egal von welcher Seite das kommt, was wir definitiv nicht tolerieren. Da empfehle ich den YouTube-Kanal Wurzner Land TV. Da gibt es auch sehr vielseitige Themen in Wurzen und dem Wurzner Land, was dort alles sichtbar gemacht wird. Am 15. Mai findet der erste Christopher Street Day in Wurzen statt. Auch so eine Idee und ein Impuls. Inwiefern passt diese Veranstaltung dann auch zum Image der Stadt? Letztendlich ist es eben ein Teil. Ne? Also welches Veranstaltungsformat letztendlich in Wurzen umgesetzt wird, solange es eben nicht in eine extremistische Richtung geht, ist mir alles lieb tatsächlich, weil es gibt nun mal die unterschiedlichsten Menschen, die in einer Stadt leben und die unterschiedlichste Meinungen und Vorstellungen haben. Und letztendlich, Christopher Street Day ist ein internationales Phänomen. Und warum sollte das nicht auch in Wurzen stattfinden? Ne? Von daher, also ich habe da nichts dagegen. Es brauchen wir aber auch nicht drüber reden. Es gibt definitiv auch Menschen, die kommen damit überhaupt nicht klar und können sich das weniger vorstellen. Aber wenn man sich einfach mal in so eine Situation begibt und einfach auch mal mit den Menschen spricht, wird man merken, ist alles okay. Mit den Menschen sprechen, das ist auch der Grundgedanke vom Format Demokratisch, der dann auch am 31. Mai nach Wurzen kommt. Da geht es auch darum, mit den unterschiedlichsten Meinungen auch ins Gespräch zu kommen. Was erhoffen Sie sich aus solchen Veranstaltungen oder speziell auch aus dieser? Ja, vorrangig, das, was ich immer propagiere, dass man natürlich dann auch wirklich es zulässt, auch mit allen zu sprechen und sich eben auch anzuhören. Also tatsächlich dann nicht schon mal was vorzugeben und sagen, okay, das ist die Richtung und so muss es sein und das ist die Meinung, sondern genau das zuzulassen, dass wenn sich Menschen unterschiedlichster Couleur, unterschiedlichster Meinungen treffen, dass man dann sich öffnet und sagt, okay, ja, ich mag vielleicht deine Meinung nicht, aber ja, ich habe es gehört und kann vielleicht die Perspektive vielleicht sogar verstehen. Ne? Aber das heißt ja nicht, dass ich sie gut finde. Und wenn man in solchen Formaten entsprechend dieses toleriert, dann ist das auch der richtige Weg. Und dann merkt man, glaube ich, dann kann man wieder besser fassen, was Demokratie eigentlich bedeutet. Nämlich nicht, dass man zu allem Ja und Juche schreien muss, sondern zu sagen, ja, es gibt diese Meinung, es gibt diese unterschiedlichen Gedanken und wir müssen irgendwo dahin kommen, dass wir ordentlich miteinander umgehen und zusammenleben können. Was wir gerade in der heutigen Zeit ja auch sehr dringend brauchen. Schwierig manchmal. Erst kürzlich fand auch die Katastrophenschutzübung des Landkreises Leipzig in Wurzen statt. Was genau wurde dort getestet und wie funktionieren die Abläufe aus Ihrer Sicht? Also an sich muss man erstmal sagen, das ist eine ganz tolle Sache, dass es das überhaupt in dieser Form gibt. Also es waren rund 100 Feuerwehrleute und Helfer rund um das Thema dort unterwegs. Und es ist eine Übung, die regelmäßig wiederkehrend ist. In dem Fall wurde am Beispiel von der World Resources Company, die bei uns im Gewerbegebiet ist, ich nenne es mal Störfall, als Grundlage genutzt, bei dem Salzsäure ausgetreten ist in den Produktionsabläufen und sich eben in der Umgebung verteilt hat und dadurch Verletzte entstanden sind. Und man hat hier eben genau geprüft, wie sind die Abläufe, die Abstimmungen, weil ja nicht nur unterschiedlichste Wehren ja dort in dem Moment miteinander arbeiten mussten, sondern ja auch unterschiedliche Behörden, beziehungsweise ja unterschiedliche Teilkräfte und dann auch noch Rettungsdienste etc. Und da muss man sagen, insgesamt gut, aber definitiv, und das ist ja auch wieder das Schöne bei einer Übung, wissen wir auch, wo definitiv noch Handlungsbedarfe sind, sowohl in den kommunikativen Abläufen als auch in den zeitlichen Abläufen, was die Schnelligkeit angeht und vielleicht auch noch was Prioritätensetzungen angeht. Und aber dadurch, dass wirklich sowohl die Feuerwehr, der Landkreis, die Stadt, als auch das Unternehmen wirklich Lernkurven dort hatte, dann ist eigentlich das super, weil ich sag mal, ein Test, eine Übung, wo alles super läuft, ist genau das, was man eigentlich nicht braucht, weil dann kann man es nicht noch verbessern. Ja, und von daher war das eine gute Sache und fand ich auch super, dass alle so gut mitgewirkt haben. Inwiefern ist die Stadt Wurzen auch darüber hinaus für Katastrophen gewappnet, welcher Art auch immer? Ja, also ich sag mal, wir haben wirklich eine super Basis natürlich mit unseren Feuerwehren. Wir haben ja auch den stellvertretenden Kreisbrandmeister Thilo Berg bei uns im Team der Stadtverwaltung, der super viele Erfahrungen mitbringt und das gut koordiniert und wir auch die Schnittstellen natürlich auch zu den anderen Behörden haben. Aber Fakt ist auch, unsere Konzepte sind noch in der Fortschreibung. Wir haben definitiv dort auch noch weitere Bedarfe. Ich sag mal,
Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, was wir uns immer noch weiter vornehmen, gerade was das Thema auch Blackout bzw. Stromgeschichten angeht. Da haben wir schon gut vorbereitet, aber die Umsetzung ist natürlich immer noch ein Thema. Zu den Muldentalkliniken wurde jetzt das Bieterverfahren eröffnet. Wie ist Ihre Stimmungslage dahingehend? Nennen wir es gemischt. Das Man ist weiß nicht, was herauskommt. ja, also das ist das eine. Und dann muss man ja auch dazu sagen, das Ziel war ja ursprünglich, dass man Lösungen findet auf kommunaler Ebene, auch das Krankenhaus in kommunaler Hand zu behalten und selber in der Steuerung auch zu bleiben. Dann irgendwann hat man verstanden, okay, wir kriegen es so nicht gelöst, zumindest in den Rahmenbedingungen, wie wir uns befinden im Landkreis. Und da ist es natürlich eine logische Schlussfolgerung, dass man dann sagt, okay, wenn wir es selber nicht hinkriegen, dann muss es jemand anderes hinkriegen. Und der soll natürlich möglichst so gut unterwegs sein und professionell sein und kapitalstark, dass er eben nicht anfängt und dann vielleicht gleich anfängt auszudünnen, beziehungsweise die strategischen Komponenten, die wir als Landkreis ja auch verfolgen, zu konterkarieren. Und ich erhoffe mir natürlich, dass man es eben auf der Ebene, Kreistag, auch wirklich und auch auf Seiten der Klinik so sachlich und objektiv jetzt weiter begleitet, das Thema, dass es eben anbieterunabhängig jetzt das Verfahren auch begleitet wird. Das heißt, dass die Gewichtungen, na, Erhalt der beiden Standorte, Mitarbeiterbindung, dass diese Themen wirklich jetzt auch gespielt werden, berücksichtigt werden im Verfahren. Und man auch auf Klinikseite wirklich die Voraussetzungen auch erhält, gerade was das Personalthema angeht, und wirklich immer sicherzustellen, dass das Personal jetzt bleibt, dass im Zweifelsfall zugebaut wird. Ich hoffe, dass das wirklich dort auch noch im Schirm ist. Denn nur, also für jeden neuen Anbieter ist natürlich das das Wichtigste, ne, dass er auf das Personal aufbauen kann, was da ist. Und dann werden natürlich auch die Kliniken unheimlich attraktiv. Weil ich sage mal, das Umfeld rein gesundheitspolitisch ist natürlich sehr schwer, aber auf lange Sicht können die Muldentalkliniken ein sehr, sehr guter und wichtiger Baustein sein. Hoffen wir auf eine gute Entscheidungsfindung. Viele Bieter. In Wurzen ist es gerade schwierig, was Straßensperrungen angeht. Vor allem an der B6, S11, Bahnhofstraße ist voll gesperrt. Was passiert dort und bis wann bleiben die Einschränkungen? Ja, also nachdem wir ja schon die katastrophale Situation haben, dass ja Hauptzuwegungen rund um die S11 sowieso schon längerfristig ja schon gesperrt waren. Wir jetzt auf dem Weg waren, dass die Bahnhofstraße nun endlich fertig wird, kam ja dann noch die Info, okay, wir würden jetzt mal noch auf der B6 entsprechend die Fahrbahn erneuern und Markierungsarbeiten vornehmen. Dazu muss aber eine Vollsperrung vorgenommen werden. So, das Sehr war gut. natürlich genau das, was wir nicht erwartet hatten oder nicht erhofft hatten. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, die Logik ist gut, ne, zu sagen, wir haben dort jetzt sowieso die Baustelle, wir machen das einfach gleich mit und dann ist es auch fertig. Und bis jetzt sieht es auch so aus, also der eigentliche Fertigstellungstermin und Übergabetermin ist der 8. Mai. Und wir arbeiten alle dran, dass es möglichst vielleicht noch schneller geht. Aber solange muss man tatsächlich jetzt die Situation noch erdulden. Und das meine ich tatsächlich in der Form auch so, weil ich verstehe natürlich die Menschen, die dort jetzt gerade am Kostigal oder so wohnen oder Wenzlaigasse, wo jetzt wirklich ein deutlich erhöhter Verkehr stattfindet, trotz der ganzen Umleitungen. Weil natürlich, ja, der Verkehr von der Bundesstraße, das jetzt in eine 20er-Zone zu verlegen, das ist natürlich schon Wahnsinn. Aber wir haben keine anderen Lösungen, haben dort schon Das ist ja auch teilweise, absehbar. ja, es ist nicht mehr lange hin und wir haben jetzt auch interveniert, dass eben die Polizei stärker kontrolliert. Wir haben auch das Thema Blitzer, haben noch so eine Smiley-Tafel, die ja trotzdem auch nochmal wirkt, wenn man dort zu so schnell fährt, weil eben manche verstehen tatsächlich einfach nicht, dass sie dort in einem verkehrsberuhigten Bereich unterwegs sind. Und da müssen wir jetzt einfach auch härter durchgreifen. Aber ich bin guter Dinge, dass sich das jetzt so halbwegs normalisiert und wir jetzt die doch absehbare Zeit noch überstehen. Am Mittwoch wurde der Baum des Jahres im Stadtwald Wurzen gepflanzt. Ja. Was für ein Baum schmückt jetzt die Allee der Jahresbäume und wie ist auch die Idee der Allee entstanden? Es ist die echte Mehlbeere. Die echte, nicht die falsche. Genau, ja. Oder auch gewöhnliche. Oder so. Tatsächlich ein Baum, der jetzt nicht wirklich häufig hier vorkommt. In Sachsen tatsächlich, glaube ich, bisher so gut wie gar nicht. Aber sie ist auch deswegen ausgewählt worden als Baum des Jahres, weil sie wohl besonders gute Eigenschaften hat, gerade was Klimaanpassung angeht, was die Situation hier in der Region auch angeht, also dass es auch gut passt. Und ja, da haben wir jetzt mehrere Bäume schon gepflanzt jetzt am Mittwoch und Sieben. insgesamt sieben tatsächlich. Süße.
Ich habe 24 ich habe nur einen selber mitgepflanzt, die andere Anzahl habe ich nicht gerechnet. Aber ich glaube, insgesamt werden jetzt noch 24 gepflanzt. Aber eine sehr, sehr schöne Geschichte und auch eine schöne Idee, die, da muss ich tatsächlich nochmal gucken, von der Dr. Wodarz Stiftung ursprünglich mal eingebracht wurde, weil die seit 1989 einen Baum des Jahres sozusagen schon bestimmen, immer die Bedeutung des Baumes als solches in den Vordergrund zu stellen und auch immer nochmal bestimmter Arten, was die für Eigenschaften eigentlich mitbringen oder besonders gefährdet sind oder ähnliches. Und es haben dann schon in den 90er Jahren mehrere Städte in Deutschland diese Idee aufgegriffen und eben Baumalleen genau mit diesen Jahresbäumen geschaffen und Ende 2001 wurde dann sozusagen auch in Wurzen auf Initiative von Stadtwerken, von der Bürgerschaft und auch jetzt, ich sag mal, in der laufenden Pflege vom Park Hanitz, vom Förderverein, letztendlich dieses Projekt auf den Weg gebracht. Und so, dass wir jetzt nächstes Jahr dann schon das 25-Jährige des Stadtwaldes insgesamt feiern können. Die Allee ist zwar da noch nicht ganz so, aber 25 Jahre Stadtwald und das ist natürlich schon eine richtig tolle Sache. Ja. Wo die Bevölkerung auch mit eingebunden werden soll. Das wird spannend im Herbst 2025. Bis dahin passieren vermutlich noch viele weitere spannende Dinge, auch im Bereich von Umwelt und Natur. Ein regionales Anpassungs- und Handlungskonzept Energie für das Wurzener Land wurde nun beschlossen. Das ist ja ein sehr theoretischer Begriff. Was und welche konkreten Maßnahmen umfasst denn dieses Konzept? Dann nennen wir es umgangssprachlich PV-Potenzialanalyse. Ja, das versteht man eher. Genau, PV von Photovoltaik. Sprich, es geht darum, dass, wir sehen es ja in der Landschaft schon ganz häufig, dass überall irgendwelche Solarfelder entstehen und teilweise ja inzwischen auch in Dimensionen, die wir uns vor Jahren hätten gar nicht vorstellen können. Und wir haben entsprechend auch im Wurzener Land sehr, sehr viele Anfragen von Investoren, die eben bauen wollen. Und dann haben wir gesagt, ja, ist ja erstmal schön, aber irgendwie müssen wir das doch in einen ganzheitlichen und möglichst strukturierten Prozess bringen und nicht einfach irgendjemand baut irgendwo, wo er gerade will. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen tatsächlich eine Analyse, auch gemeindeübergreifend, ne, dass wir eben das nicht nur auf Gemeindegebietsgrenze betrachten, sondern alle Wurzener Landkommunen haben zusammengewirkt und haben geschaut, okay, welche Flächen eignen sich denn besonders und welche Flächen eignen sich gar nicht. Und das übereinzubringen, sodass sich daraus eben dieses Potenzial ermittelt hat und wir jetzt klarer steuern können, wo welche Investoren überhaupt sinnvoll, ich sag mal, eine Fläche bekommen könnten. Und wir haben auch schon die ersten Auswirkungen, wo wir festgestellt haben, ja, manche Investoren haben eben in Flächen eigentlich ein Interesse gehabt, wo jetzt aber schon klar war, da wird nie eine Genehmigung erfolgen oder auch keine Unterstützung der Kommune, wo man jetzt schon klarer aktiv werden kann. Und also diese Steuerungsmechanismen laufen schon und wir führen das jetzt auch weiter fort, dass wir Steckbriefe entwickeln, wo wir sagen, okay, die Flächen passen auch besonders gut zusammen, dort könnte das entstehen, einfach um wirklich diesen gesamten Planungsapparat, ich sag mal, effizienter auch zu gestalten, ne, und mehr Orientierung für die Investoren. Wir bleiben bei regional übergreifender. In Nepperwitz wurde eine Initiative für Gewässerrenaturierung gegründet. Inwiefern profitiert auch die Stadt Wurzen davon? Wir profitieren alle. Kommunen sozusagen, die jetzt schon sowieso mitwirken und auch alle anderen, die noch nicht dabei sind, weil hier ist wieder unser Ansatz, dass wir gemeindeübergreifend zusammenarbeiten, um uns bei dem Thema Gewässerrenaturierung, Gewässerpflege, Werkzeuge an die Hand zu geben, um dem Thema auch wieder effizienter nachzugehen und Nachhaltigkeit dort reinzubringen und gerade dieses Netzwerk aufzubauen zwischen den Kommunen, den Landwirten und natürlich der Natur. Das ist tatsächlich eigentlich der Knackpunkt, weil wir wissen, die Renaturierung von Gewässern ist gut und wichtig, aber meistens geht es wieder damit einher, dass wahrscheinlich Landwirtschaftsflächen dadurch wegfallen würden. Gerade die Gewässerrandbegrünung und solche Geschichten sind schon sehr herausfordernd und dort geht es darum, wie kann man aber vielleicht naturnahe Flächen schaffen, die aber trotzdem bewirtschaftet werden können, unter anderem und ja, letztendlich einen Werkzeugkasten gemeindeübergreifend auch wieder zu schaffen für die Pflege. Und das ist wirklich eine schöne, schöne Sache, zumal wir in den nächsten Jahren dort noch viel größere Herausforderungen erwarten. Ne? Und das gerade klingt bei auch nach sehr spannenden Entwicklungen. Starkregen und Landwirtschaftsentwicklung, das ist natürlich auch ein Thema insgesamt. Wir sprechen sehr oft über Veranstaltungen, die in Wurzen stattfinden. Es ist sehr, sehr viel los. Zum Beispiel auch der Tag der Städtebauförderung am 4. Mai. Ja. Welche Projekte können dort erkundet werden? Ja, es wird einen kleinen Stadtspaziergang geben. Der Start ist 10 Uhr am Wasserturm. Das heißt, dort wird man erstmal in diesem Areal schauen, weil das natürlich gerade auch unser größtes städtebauliches Projekt ist. Der Wasserturm ist ja jetzt eingerüstet, das ist ja schon mal in eine Riesendimension, sehr das mal zu sehen. Ja.
Und genau, dort werden ein paar Erläuterungen gemacht und dann wird der Stadtspaziergang Richtung Ringelnatz Geburtshaus laufen. Das war ja unser letztes fertiggestelltes Projekt. Und dann eben in der Innenstadt Wenzelsteiggasse etc. da auch noch ein paar Ausführungen, auch was wir insgesamt noch geplant haben. Und dann, genau, verläuft sich das entsprechend. Ein netter Spaziergang. Genau. Wir sind am Ende der Sprechstunde angekommen. Welche weiteren Themen beschäftigen Sie noch? Sie haben Personalbedarf. Genau, also Personalbedarf. Wir sind ja mitten im Generationenwandel. Unter anderem haben wir natürlich laufend, aber jetzt haben wir tatsächlich auch eine sehr, sehr spannende Stelle ausgeschrieben, wo ich mir natürlich wünschen würde, dass die, die wirklich viel Energie und Bock haben, sich dafür bewerben. Und zwar haben wir die Fachbereichsleitung Bürgerdienste gerade ausgeschrieben. Dort läuft eigentlich alles zusammen, was eben tatsächlich Bürger besonders betrifft. Also vom Einwohnermeldeamt, Standesamt, Sicherheit und Ordnung, verkehrsrechtliche Anordnung, also alles, was wir zum Beispiel mit Umleitung oder sowas vorhin hatten, Ja, da die ist auf jeden Fall viel Kitas, die Arbeit. Schulen, und auch Brand- und Katastrophenschutz. Also das ballt sich eigentlich in diesem Mega-Fachbereich und wir haben dort an sich Top-Leute und auch unterstützende Führungskräfte, aber eben der große Kopf, der oben steht, in dem Fachbereich, den wollen wir neu besetzen oder der soll neu besetzt werden zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Und von daher würde ich mich sehr freuen, im Zweifelsfall auf wurzen.de mal bei den Ausschreibungen reinzuschauen und dann Ihre Bewerbung bei uns abzuschicken. Also im Wurzen kann man jederzeit gern mitwirken. Danke, dass Genau. Sie sich die Zeit wieder genommen haben. Die nächste Sprechstunde findet dann wieder am dritten Donnerstag im Monat Mai statt. Schicken Sie uns gern Ihre Fragen an bürgerdialog@muldenthal.tv und kommen Sie jetzt gut in den Abend. Tschüss.